Guten Morgen! Wenn wir ins Fußballstadion gehen und die Menschen beobachten, dann werden wir folgendes Phänomen erleben. Wenn der Ball auf einer Seite des Spielfeldes in das Tor geschossen wird, werden einige Menschen jubeln, glücklich sein und sich in die Arme fallen. Auf der anderen Seite werden Menschen traurig sein, sich ärgern oder wütend werden. Wenn man jetzt nicht konditioniert wäre und quasi nur die Dinge sieht, wie sie sind, also reine Bewusstheit, dann fragt man sich, was hier Kurioses vor sich geht. Wie kann ein Ereignis, so unbedeutend dieser Ball im Netz auch erscheinen mag, einerseits die Menschen in Jubel und Glückseligkeit ausbrechen lassen, aber gleichzeitig andere Menschen in derselben Situation wütend und in Tränen versinken lassen? Der Grund ist einfach, dass jeder Mensch, nachdem er grundbeeinflusst worden ist, ab ca. der Pubertät freiwillig beliebig entscheiden kann, wie er eine Situation bewertet und diese dann eben unterschiedlich bewertet von Mensch zu Mensch. In dem Beispiel war es vielleicht so, dass Papa ein Fan von Borussia Dortmund, also ein Fußballverein, war, aber der Junge dann sich dann doch lieber für den sympathischeren RB Leipzig entscheidet. Und so sitzen im Stadion eben neben ein paar neutralen Fußballliebhabern eben die zwei Gruppen. Eine entscheiden sich dafür zu jubeln, wenn der Ball in das eine Netz geschossen wird und die anderen jubeln, wenn der Ball in das andere Netz geschossen wird. Diese Analogie ist natürlich genauso auch auf das Leben zu übertragen. Denn Fußballfans sind im Endeffekt auch nur Menschen, auch wenn sie sich manchmal nicht wie solche verhalten. Im Leben wird es Menschen geben, die an einer Stelle eine Chance sehen, wo andere Menschen ein Risiko sehen. Es wird Menschen geben, die konkrete Probleme sehen, die man angehen kann, wo andere für lieber eine Verschwörung sehen, wogegen man sowieso gar nichts machen kann. Da gibt es Menschen, die sich freuen, wenn man anderen Menschen, die in Not sind, helfen können, und dann gibt es Menschen, die einfach Angst vor diesen Menschen haben. So gibt es für dieselbe Situation immer wieder mehrere Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Man erkennt daher, dass man nicht gezwungen ist, in irgendeiner Weise zu reagieren, da man eben sieht, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, zu reagieren. Jeder Mensch und auch Du hast die freie Wahl, wenn Du Dich zum Beispiel bezüglich eines Ereignisses schlecht fühlst und siehst, dass andere Menschen sich gut fühlen, Dich ebenso gut zu fühlen. Dazu musst Du eventuell den Andersdenkenden mal fragen, warum er sich denn jetzt eigentlich gut fühlt und dessen Sichtweise verstehen. Aber eventuell ist es auch offensichtlich, wenn man mal darüber nachdenkt, bewusst wird. Die grundlegende Frage sollte jedoch nicht sein, was möchtest Du? Denn viele Menschen möchten sich schlecht fühlen, sie wollen Angst haben und sie möchten sich in ihre Opferrolle suhlen und bis zu ihrem Tod keine Verantwortung für ihr Schicksal übernehmen. Sondern die Frage ist, tut dir diese Reaktion gut oder nicht? Und diese Frage kann man eindeutig beantworten mit dem zum Beispiel zweiten Teil meiner Miniserie zum Thema Leid und wie negative Emotionen tatsächlich körperliche wie geistig biochemische Folgen haben. Das gibt's oben in den Infokarten. Es geht nicht darum, immer nur lächelnd durch die Welt zu spazieren, sondern ganz klar sich seinen Reaktionen bewusst zu sein und dann mit dem Wissen über die Alternativen frei zu entscheiden, was man tun will, sich dann für das Glück zu entscheiden oder eben nicht für das wahrgenommene Glück. Und sich für das Glück zu entscheiden, das heißt nicht unangenehme Gefühle und Gedanken einfach nur zu umgehen, sondern lediglich nicht bei ihnen stehen zu bleiben. Eine praktische Übung für den Tag wäre, dass man sich mehrmals an einem solchen Tag, man kann sich ja auch vom Handy immer wieder daran erinnern lassen, sich fragt, was fühle ich jetzt gerade und sind diese Gefühle gut für mich? Man kann auch in der ganzen Wohnung überall Zettel hinkleben, wo drauf steht, was fühle ich gerade und ist dieses Gefühl gut oder schlecht für mich. Wo eine Gefahr für viele Menschen, die eben Probleme mit negativen Gefühlen haben, ist, dass sie in das andere Extrem reinrutschen und die wichtigen negativen Gefühle des Leids, die auch dazu den ersten Teil der schon erwähnten Miniserie, gar nicht mehr an sich ranlassen und dann in einer Scheinwelt leben. Also erstens, erkennt, dass ihr bei fast allen Ereignissen und Situationen eine freie Wahl habt, wie ihr reagiert, nachdem ihr euch natürlich die Situation bewusst gemacht habt, was natürlich dann sozusagen der Schritt ist, der zweite Schritt dann oder so, oder der erste, der dem ersten Schritt vorausgeht. Und danach überlegt euch, welche Reaktion euch wirklich gut tut und nicht was ihr denkt, was ihr wollt oder was sich gehört. Lasst die Gesellschaft da komplett außen vor. Siehe da auch ein Video zum Thema. Und reagiert so, wie es für euch am besten ist. Denkt darüber nach
und versucht nicht einfach nur glücklich zu sein, sondern realisiert, warum ihr glücklich in dieser Situation seid. Mit diesen Gedanken schafft ihr ein neuronales Netz oder mehrere neuronale Netze, die später automatisiert ablaufen, die eure Persönlichkeit ändern. Ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Wenn ihr beim Frühstück sozusagen den Kühlschrank aufmacht und euer Frühstück dann rausholt und habt am Kühlschrank so einen Zettel, was fühle ich und ist dieses Gefühl gut oder schlecht für mich? Und ihr hört in euch rein, werdet bewusst und denkt gerade über den gestrigen Arbeitstag nach und wie blöd der Kollege XYZ gewesen ist oder was auch immer ihr gerade denkt und dass ihr dann sozusagen ein negatives Gefühl da habt und damit, wie oben im Video gezeigt, eine Reihe ernsthafter chronischer Erkrankungen forciert. Und dann werdet bewusst darüber, dass ihr euch jetzt zu diesem Moment ein schönes Frühstück gönnen und euren Körper gesunde Energie zuführen werdet und entscheidet euch dann, wenn ich euch richtig einschätze, dann werdet ihr euch dafür entscheiden, darüber dann glücklich zu sein. Ne? Dass euch das gut tut. Dass ihr euch darauf fokussiert, dass ihr jetzt ein energiegeladenes, gesundes Frühstück zu euch nimmt. Und eben nicht darüber rekapituliert, was gestern gewesen ist. Das könnt ihr aber nur machen, wenn ihr euch bewusst geworden seid durch diesen Zettel. Was fühle ich denn gerade und tut mir das gut, was ich jetzt fühle? Ne? Und wenn ihr das 60 Tage gemacht habt, dann hat sich beim Öffnen der Kühlschranktür ein neuronales Netz gebildet. Ich habe 8 Jahre lang Erfahrung im Bilden von neuronalen Netzen bei meiner Arbeit als Coach. Über neuronale Netze an sich habe ich ja bereits auch schon ein Video gemacht, das findet ihr oben auch in den Infokarten. Und ich kann euch bestätigen, ihr werdet dann ganz automatisch dieses neuronale Netz, manchmal ist das schon bei 30 Tagen, ich gebe bloß sicher und sage 60 Tage. Dann werdet ihr automatisch glücklich, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht, weil dieses Kühlschrank aufmachen ist dann verbunden mit diesem, was ihr jeden Tag euch abgespult habt, dass ihr euch darauf fokussiert, ein energiegeladenes, tolles Frühstück zu euch zu nehmen. Dann werdet ihr glücklich, dann werdet ihr weniger an chronischen Krankheiten leiden, weil diese eben katalysiert werden durch negative Gedanken. Wie gesagt, oben Video. Ne? Also, mein Appell an euch, probiert das aus und vor allem, wenn ihr jetzt sagt, nee, gesundes Frühstück, wie soll ich mich an so einer Kleinigkeit erfreuen, dass ihr ein energiegeladenes, gesundes Frühstück in Sicherheit, ohne Krieg oder was auch immer, in euren vier Wänden genießen könnt, das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. Schaut euch doch mal in der Welt um. Ne? Also da kann man vom Welthunger über Krieg anfangen, da gibt es genug Landstriche, wo ihr eben nicht den Kühlschrank aufmachen könnt und sicher euer Frühstück essen könnt. Und macht euch dessen bewusst. Und dieses Glücklichsein darüber, das katalysiert auch positive Effekte, genauso wie das Gegenteil negative Effekte katalysiert. Auch darüber könnt ihr euch bewusst machen. Ne? Also ihr habt die Wahl, wie ihr reagiert. Macht euch Zettel, programmiert euer Handy, dass es euch immer mal erinnert. Wenn ihr das 60 Tage durchzieht, garantiere ich euch, habt ihr in 60 Tagen ein glücklicheres Leben. Dann noch ein Hinweis, ich bin am Mittwoch 20.30 Uhr auf dem Kanal von Nadine Hagen zum Thema Bewusstheit und Bewusstsein zum Videotalk eingeladen. Wenn ihr wollt, es gibt auch eine Fragerunde anschließend, könnt ihr euch gerne anschließen und am Mittwoch 20.30 Uhr dabei sein. Den Kanal von Nadine habe ich euch unten verlinkt. Ansonsten ist natürlich auch mein Live-Talk am Donnerstag wie gewohnt 21 Uhr, einen Tag später sozusagen mit allen Themen, die euch bewegen. Ich wünsche euch einen glücklichen Tag mit frei gewählten Reaktionen. Euer Christian. Tschüss.